Hallo zusammen und willkommen zum Beispielvideo, welches sich mit der Auflösung linearer Rekursion beschäftigt. In dem Grundlagenvideo zuvor haben wir uns zunächst mit der linearen Rekursion vertraut gemacht, eine Definition von da, sei hier nochmal eingeblendet. Und in dem Video, welches sich theoretischer mit der Auflösung linearer Rekursion beschäftigte, haben wir eine Strategie entwickelt, um lineare Rekursion aufzulösen. Diese Strategie sei jetzt hier nochmal eingeblendet. Und jetzt wollen wir in diesem Video diese Strategie anhand von zwei Beispielen durchgehen, die ziemlich unterschiedliche Ergebnisse liefern, und starten direkt mit dem ersten Beispiel. In diesem Beispiel haben wir die Rekursionsgleichung an ist gleich 2an minus 1 plus und so weiter und so fort, so wie es halt hier steht. Das ist offensichtlich eine lineare Rekursion mit Lambda 1 gleich 2. Lambda 2 gleich 3 und so weiter und so fort. Und das M ist also hier 4 und die ersten 4 Folgeglieder sind 2, 6, 2, 18. Jetzt sind wir an einer geschlossenen Formel für diese Rekursion interessiert, das heißt für das AN interessiert, und gehen dabei jetzt unsere Strategie durch. Was müssen wir als erstes tun? Wir sind an Alphas interessiert, so dass Alpha hoch n eine Lösung dieser Rekursionsgleichung R ist, und müssen dazu das Polynom zunächst bestimmen, und das machen wir auch sofort. Wir nennen das mal das charakteristische Polynom dieser Rekursionsgleichung. Das heißt, bestimme Ft. Naja, wie ist das hier gegeben? Wir müssen die Lambda 1 bis Lambda m nehmen und sie negativ mit den richtigen Potenzen, T-Potenzen multipliziert, hier abziehen von der T hoch m Potenz. Das heißt, wir kriegen hier t hoch 4, das entspricht dem an, minus 2 t hoch 3, das entspricht dem 2 mal an minus 1, minus 3 t Quadrat, plus 8 t minus 4 entspricht dann hier hinten dem Term. Dieses Polynom haben wir also jetzt, und dieses charakteristische Polynom haben wir jetzt bekommen und müssen davon die Nullstellen bestimmen, damit wir die Alphas haben. Das heißt, als nächstes bestimmen wir seine reellen Nullstellen, Alpha. Und ja, wie geht man hier vor, Nullstellen zu finden von einem Polynom, ist eine eigentlich unmögliche Aufgabe, wenn das Polynom wirklich völlig beliebig gegeben ist. Aber so ist es halt bei Übungsaufgaben und hier auch bei diesem Beispielvideo, dass die Polynome so gegeben sind, dass etwas Schönes rauskommt. Wir probieren also erstmal durch, was können wir denn für Nullstellen finden. 0 ist erstmal keine Nullstelle, kommt minus 4 raus. Ja, dann probieren wir plus 1 aus. Das heißt, sagen wir 1, minus 2, minus 3 sind schon bei minus 4. Plus 8 sind wir bei plus 4, minus 4 ist 0. Heißt also, f von 1 ist 0. Wir haben eine Nullstelle mit 1. Und jetzt können wir die Polynomdivision benutzen, um die Nullstellen so von einem Grad 4 auf ein Grad 3 Polynom zu reduzieren. Bekommen durch die Polynomdivision, indem wir also f durch t minus 1 Polynom dividieren, als zweiten Faktor t hoch 3 minus t Quadrat minus 4t plus 4 heraus. Das ist das Qt in der Polynomdivision. Wer nicht weiß, wie man die Polynomdivision benutzen kann, um die Nullstellensuche zu vereinfachen, schaue sich die entsprechenden Videos an. Wir gehen jetzt hier weiter fort. Wir fragen uns jetzt also, wir wollen alle Nullstellen von f finden, haben jetzt f so geschrieben, suchen jetzt alle Nullstellen von q weiterhin, um alle Nullstellen von f zu finden. Dann probieren wir bei q jetzt weiter aus. 0 kann keine Nullstelle sein, haben wir vorhin ja schon ausprobiert, dann wäre sie schon eine Nullstelle von f gewesen. Dann kann aber 1 eine doppelte Nullstelle von f sein, das heißt, wir müssen 1 auch bei q ausprobieren. Setzen mal 1 ein, bekommen 1, minus 1, 0, minus 4 plus 4, 0, heißt also 1 eine Nullstelle von Q. Das liefert uns, dass 1 auch eine weitere Nullstelle von F ist. Was wir jetzt machen ist, wir machen wieder Polynomdivision, und zwar von Q durch T minus 1 wieder, bekommen also hier T minus 1 mal diesen zweiten Faktor, T Quadrat minus 4, wenn wir Polynomdivision durchführen. Das heißt, wir haben hier t minus 1 als doppelten Faktor, nehmen das als Quadrat hier hin, haben den nächsten Faktor t Quadrat minus 4 und gehen jetzt weiter fort. Wir haben also mit einem Grad 4 Polynom gestartet, davon die Nullstellen gesucht, haben eine gefunden. Polynomdivision hat uns geliefert, wir können jetzt das Grad 3 Polynom weiter untersuchen.
Dann haben wir von diesem Grad-3-Polynom die gleiche Nullstelle gefunden, haben also den Faktor, Linearfaktor nochmal abgespalten, der zu der Nullstelle 1 gehört, haben jetzt ein Grad-2-Polynom und bei dem können wir jetzt zum Beispiel die PQ-Formel benutzen oder genauer hier hinschauen und sehen, aha, das ist ja nichts anderes als die dritte binomische Formel, die man hier benutzen kann. Dann steht hier einfach nur t minus 1 Quadrat immer noch stehend und dann haben wir dieses t Quadrat minus 4 faktorisiert in t minus 2 mal t plus 2. Und jetzt haben wir also diese Faktorisierung in Linearfaktoren und das liefert uns, dass alle Nullstellen von f genau die folgenden sind, 1, 2 und minus 2. Und hierdurch sind wir also jetzt mit dem ersten Schritt fertig. Wir haben alle Nullstellen von f gefunden, haben jetzt also unsere Lösung an gleich alpha hoch n für alpha gleich 1, alpha gleich 2 und alpha gleich minus 2. Was uns jetzt also nur noch fehlt, ist eine Lösung zu finden, sodass das Anfangswertproblem auch gelöst wird. Und ja, wie es halt so oft ist, diese Lösung gerade lösen nicht das Anfangswertproblem. Wir müssen also noch das Gleichungssystem hier lösen. Und dazu beginnen wir zunächst, indem wir das Gleichungssystem aufstellen. Haben also das Gleichungssystem zu den Anfangswerten 2, 6, 2, 18. Und jetzt müssen wir entsprechend zu unserer erstmal beliebigen Lösung mit μ1 bis in dem Fall ja μ3 dann die Nullstellen alpha 1 bis alpha 3 einsetzen, bekommen also in der ersten Gleichung einfach nur die Summe μ1, μ2, μ3, unabhängig davon, was alpha 1 bis alpha 3 sind. Dann in der zweiten Gleichung setzen wir halt ein μ1 mal 1 hoch 1, ist immer 1, plus 2 hoch 1 mal μ2 minus 2 mal, plus minus 2 hoch 1 mal μ3. Und das gleiche mit hoch 2 und der dritten Gleichung. Das heißt, wir haben hier wieder μ1 mal 1 hoch 2 plus 2 hoch 2 mal μ2 plus minus 2 hoch 2 mal μ3. Und mit der letzten Gleichung genauso und dann hoch 3 kommt halt das gleiche mit 1, 8 und minus 8 heraus. Das heißt, wir sind jetzt also an der Lösung μ1, μ2, μ3 oder an einer Lösung μ1, μ2, μ3 dieses Gleichungssystems interessiert. Und jetzt benutzt man das Verfahren seiner Wahl, um das lineare Gleichungssystem hier zu lösen. Und dann kommt heraus, dass μ1 gleich 2 ist, μ2 gleich 1 und μ3 gleich minus 1. Das heißt, insgesamt bekommen wir jetzt also heraus, dass an gewählt werden kann oder im Endeffekt auch eindeutig so ist, 2 plus 2n minus minus 2 hoch n. Das ist einfach nur von dieser Formel hier ausgehend mit μ1 bis μ3, alpha 1 gleich 1, alpha 2 gleich 2 und alpha 3 gleich minus 2. Die Faktoren sind also jetzt an der Stelle 2, 2 mal 1 hoch n ist einfach nur 2, plus 1 mal 2 hoch n plus minus 1 mal minus 2 hoch n. Jetzt kann man sich die Rekursion nochmal anschauen. Die Rekursionsformel ist erfüllt, das muss man halt nachrechnen oder könnte man nachrechnen. Ist jeder frei dazu, das natürlich zu tun. Und die Anfangswerte sind ja auch erfüllt, denn setzen ein n gleich 0 ein, kommt 2 raus, setzen n gleich 1 ein. Dann haben wir hier 2 plus 2 plus minus minus 2 sind 6. Naja, und mit den anderen Werten sieht es genauso aus. Bemerkenswert hier an dieser Stelle ist, dass obwohl wir nicht m paarweise verschiedene reelle Nullstellen hatten, wir hatten hier nur 3 Nullstellen und ein Grad-4-Polynom, konnten wir trotzdem das Gleichungssystem hier lösen. Das muss aber im Allgemeinen, wie wir hier vorne schon festgestellt haben, nicht immer der Fall sein. Und das kann auch ziemlich spezifisch nur mit den Anfangswerten zusammenhängen. Und dazu gucken wir uns auch einfach mal ein zweites Beispiel an. Und dieses Beispiel erfüllt die gleiche Rekursionsgleichung. Das heißt, wir kopieren einfach mal das, was hier steht und schreiben es hier nochmal hin. Aber wir ändern jetzt die entsprechenden Anfangswerte. Okay, dann
schauen wir, wie weit wir kommen, ohne etwas zu verändern. Und zwar ist es immer noch so, wir müssen immer noch das charakteristische Polynom bestimmen. Da ändert sich gar nichts, weil das völlig unabhängig war von den Anfangswerten, nur von der Rekursionsgleichung abhängt. Gleiches Polynom, das heißt, da läuft alles immer noch so durch, check. Dann schauen wir uns als nächstes, müssen wir die Nullstellen des Polynoms finden. Wie gesagt, das Polynom ist völlig unabhängig von, ist das gleiche Polynom, ist völlig unabhängig von den Anfangswerten. Da kommt genau das gleiche nochmal raus. Also wieder check. So, dann müssen wir jetzt dieses Gleichungssystem lösen mit den entsprechenden Anfangswerten. Und ja, offensichtlich tritt hier eine Veränderung auf. Wir haben jetzt also ein anderes Gleichungssystem mit 1, 2, 3, 4 statt 2, 6, 2, 18. Und jetzt gibt es hier wirklich eine Veränderung, denn dieses Gleichungssystem ist nicht lösbar, so ist es gewählt. Und wir sehen, dass obwohl wir Punkt 0 und Punkt 1 erfüllen können, unsere Strategie bis dahin ablaufen können, können wir das Gleichungssystem trotzdem nicht lösen zu den entsprechenden Anfangswerten und bekommen keine Lösung dieser Form heraus, indem wir haben μ1 mal Alpha 1 hoch n plus μ2 mal Alpha 2 hoch n plus μ3 mal Alpha 3 hoch n. Der Vollständigkeit halber sei jetzt einfach mal gesagt, dass es hier natürlich trotzdem eine Lösung gibt. Und in dem allgemeinen Ansatz war es so, dass wir auch an Lösungen der Form nk mal Alpha hoch n interessiert waren. Das wurde nicht genauer erläutert in dem Strategievideo, aber hier kommt zum Beispiel heraus, für die es interessiert, dass man Alpha n einfach wählen kann als n plus 1. Offensichtlich sind die Anfangswerte hierdurch erfüllt und die Rekursionsgleichung dampft sich auch runter auf, wenn man das mal genau einsetzt, dass hier einfach nur an gleich n plus 1 ist. Okay, damit sind wir schon wieder am Ende dieses Videos. Wir kommen noch einmal zu einer Zusammenfassung. In diesem Video sollte es darum gehen, Beispiele zu liefern zur Auflösung linearer Rekursionen. Und wir haben nochmal die Strategie hierhin kopiert und sind an der Strategie fortgegangen, als wir das folgende erste Beispiel versucht haben aufzulösen. Wir sind ohne Probleme durchgekommen, haben am Ende diese Lösung hier gefunden, diese geschlossene Formel für an. Dann haben wir als zweites Beispiel einfach nur die Anfangswerte geändert und haben gemerkt, dass dieses Gleichungssystem, was vorher in dem ersten Beispiel lösbar war, danach nicht mehr lösbar war und haben sozusagen die Grenzen unseres Verfahrens kennengelernt, hatten aber noch hier im Hinterkopf, dass an auch als n hoch k mal Alpha hoch n gewählt werden kann. Und wenn man das hier so macht mit sozusagen Alpha gleich 1 da an der Stelle, dann können wir hier an gleich n plus 1 wählen. Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen. Schaut euch auch die anderen Videos zur Rekursion an.